Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic. So, wir sollten natürlich auch mal wieder den da machen. Und dann werden wir ihn da machen. Vier Stück. Huiuiui. La 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 la. Husa! Husa! So, manches Mal klappt es wie gesagt gut. Manches Mal auch überhaupt nicht. Ey, ich hab deine Mama getötet. Was sagst du dazu, hä? Ja, komm nun mal. Ja, das tue ich dir auch gleich an. Guck's dir genau einmal, Kleiner. Das gibt's doch nicht. Mann! Mann, oh! Das ist manches Mal so gemein. Aber wir müssen ja halt hier alles töten. Eigentlich ist es fies und böse, dass wir wirklich hier alles abschlachten müssen. Aber wir müssen es ja tun, um überhaupt Erfahrungspunkte zu sammeln. Denn sonst haben wir ein Problem. Wenn wir das nicht tun, werden sie uns immer wieder töten, allesamt. So. Ja, bitte geht doch. Es geht doch. Zack, zack, zack. Und das ist auch meins. Und da und Nachtschatten nehmen wir auch sehr gerne mit. Und wen haben wir denn hier? Einen Höhlenpilz. Und da mal noch einen Höhlenpilz. Und hier mal ein paar abgefackelte Fackeln. Hier eine Keule, eine Fackel. Was ist das denn? Oh, Ertränkchen. Ja, das nehmen wir gerne mit. Sehr gerne sogar. So, dann müssen wir wieder ein bisschen was mampfen. Nom, nom, nom hier. Nom, nom, nom da. Und nom, nom, nom noch einen hinterher. Und wenn wir schon mal dabei sind, mal wieder hier von ein. So, das ist doch schön. Dann gucken wir mal. Halt, stopp. Ah. Den Schnitter, den möchte ich auch irgendwann nochmal ausprobieren. Aber wie gesagt, wäre stärker schöner, ne? Schmiedehammer, Handaxt, Keule. Ja, wir haben wieder viel, was wir auch verkaufen können. Aber das ist auch nicht unbedingt verkehrt. Das ist gar nicht verkehrt. Dann können wir wieder ein bisschen Erz mitmachen. So, Feuer, ja, den da. Whoop. Und auf wie! Gen alte Heimat, wir kommen! Tral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 a. Hui! Hui, noch näher ran. So, wupp, wieder schön weit weg. Mal gucken, ob es hier vielleicht noch Höhlen gibt, die wir vielleicht entdecken und erkunden könnten. Oder irgendwas, was uns einfach tötet und auffrisst. Habe ich was von Töten und Auffressen gedacht? Lauf doch! Er läuft sich. Er hing auf dem Stein fest. Ja, natürlich, wie immer. Also, die Varane sind anscheinend immer noch zu böse für uns. Ich will ihn aber. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Ey, da, wie schnell die Sau auch ist. Na komm, na komm. Nein, oh, wir hätten ihn fast gehabt. Verhascht. Na komm, wir lassen den Varan mal Varan sein. Wir müssen echt noch einfach einen Ticken stärker werden für sowas. Wenn ich nur wüsste, wo ich immer Schwertkampf lernen könnte, richtig gescheit. Ich glaube, wir müssen einfach wirklich uns am Ende für irgendein Lager entscheiden. Bis dahin, ich möchte ja nach Möglichkeit alle Grundaufträge auf jeden Fall erfüllen, bevor ich mich irgendeinem Lager anvertraue. Was da hinten ist, das möchte ich eigentlich auch ganz gerne mal erfahren. Da treibt mich jetzt die Neugier hin, dass, ja, da bitte ich nicht mal um Verzeihung. Ich bin halt neugierig und darum hinter. Wir sehen zum Glück keine Gegner hier in der Nähe.
Was auch ganz gut ist, sonst würden wir, glaube ich, auch keinen Stern drauf kriegen. Aber was ist da oben? Was ist da oben überhaupt? Hallo? Ist hier jemand? Ein echt schönes Fleckchen ist hier, aber mehr auch nicht. Da hinten haben wir wieder ein Skevy. Hier sind wir ja auch, nee, hier sind wir auch lang gekommen, wenn ich mich noch recht entsinne, ne? Kurz auf die Map geluckert. Wo sind wir denn? Da sind wir. Ja, nicht ganz. Wir sind durch den Wald gegangen. Aber wir können dann halt auf dem Rückweg da mal rumgehen, wenn wir's, wenn's uns beliebt, wenn wir das wollen. Und ich frage mich echt, was ist da? Ein heiliger Ort, den wir auf keinen Fall betreten dürfen, damit ein Sakrileg begehen und von allen Parteien verflucht und gejagt werden. Oder einfach nur wieder ein Vieh, was uns töten wird. Oder eine Brücke, die zusammenbricht. Man irrt die sich nicht gut an. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube fast echt, dass man hier nicht sein darf. Zumindest noch nicht. Hey, hallo? Ah, oh, Mensch, lass doch mal das sein. Wenn dieses komische Gezittere nur nicht wäre, das wäre so schön. Um wie viel wollen wir wetten, dass wir da nicht hin sollen? Ne? Um wie viel wollen wir wetten? Oder noch nicht zumindest. Das ist, glaube ich, hier das Gebiet, wo wir zum mit Sicherheit ganz am Ende hin. Das sieht auf jeden Fall so aus. Hier ist auch nichts. Nicht mal die Gegnerchen. Hm. Wo sind wir denn hier auf dieser komischen Karte gerade? Da sind wir. Ich überlege gerade echt, ob ich einfach mal da reingehen soll. Das heißt, ich speichere an dieser Stelle hier und gehe einfach mal hinein in neue Abenteuer, die uns das Leben köste. Hui! Oh, also das ist echt so mega nervig. Hallo. Nette Höhle. Und wofür ist das Ding hier gut? Ah, ich glaube für das Tor da. Die Winde klemmt. Also hier sollen wir auf keinen Fall schon sein. Hätte mich auch gewundert. Nun geh doch da mal rein. Nun geh doch da mal rein. Oh, das ist echt... Also das ist eins, was mich echt so ein bisschen stört. Und ich einfach auch nicht weiß, wie man es wegkriegt. Ich habe auch geguckt. Ich finde da nichts Passendes zu. Aber es sind ja keine Frame-Brüche. Das ist einfach nur, dass unsere Figur am Rumzetern ist. Und das hat auch irgendwie damit, je nachdem wie die Kamera steht, wo anscheinend ein bisschen zu tun. Es ist, ja. Naja, was soll's. Das sind halt, wie gesagt, Klassiker, alte Spielchen. Da kann sowas passieren. Da muss man mit leben. Und es geht ja trotz allem irgendwie. So, wieder zurück über die sehr stabil wirkende Brücke. Rabums, sie kracht zusammen, wir stürzen im Fluss und sind tot. Erschlagen von einem Brückenteil. Trink ich mich, oh Pech, mich dich. Okay, wir werden nicht erschlagen, wir ertrinken einfach nur. Weil die Brücke oder auf uns drauf liegt. So. Skevy da drinnen hauen, das könnten wir machen. Würde ein bisschen ein kleines bisschen Erfahrung geben. Wir hätten auch da hochgehen können noch. Das Problem ist ja auch, überall erwarte ich eigentlich Viecher, die so stark sind, dass wir sie nicht besiegen können. Hier haben wir gut aufgeräumt. Sind wir hier rumgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja jetzt auch schon so ein, zwei Folgen her. Die denkbar dümmste Idee, die mir gerade in den Sinn kommt. Wir müssen dringend Bogen verbessern. Wie schnell die einen noch umbatzen können, die kleinen Biester, ey. Heiliges Strohsäckle. Nein, da gehen wir also auch auf jeden Fall noch nicht rein. Oh, so viele Gegenden, die ich erkunden möchte und einfach zu schlecht bin. Zu schlecht. Hm, hallo, Scavenger. Na komm. Oh, hau zu, Dude! Das regt mich mal so auf, Mann. Das ist manche. Das ist manches Mal nicht richtig zu hot. Nee, Wölfe kriegen wir auf keinen Fall down.
Also Scavenger und diese komischen Flatterviecher ist eins, ne? Aber die da hinten, vor allem das ist schwarzer, ein Kuroi-Okami, was ist das auch immer, das da hinten ist? Ich will's gar nicht wissen. Hau zu! Ja, so, wir nehmen das ein bisschen mit hier, werden kurz den da machen. Schmaus, 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 keine Ahnung, hier, Schmaus, Schmaus. Und dann hauen wir ab. Auf jeden Fall erkunden wir mal so ein bisschen die Gegend. Und irgendwann steht da so ein Vieh, an dem wir überhaupt nicht vorbeikommen. Wir müssen den ganzen Weg zurückrennen. Wieder ein Wasserfall, in den ich gerne gucken würde, ob es dahinter eine Höhle gibt. Später. Wir werden das später evaluieren. Kräuter? Keine Kräuter. Jetzt hören wir auch den Wasserfall. Jetzt ist es nicht mehr. Eieieiei. Ah, so ein Spielchen hier ist schon... Es ist auf jeden Fall was Schickes. Und ich muss zugeben, sowas... Wenn ich nicht wüsste, dass es so ewige Zeit alleine braucht, eine Story für sowas zu schreiben, wäre das auch so etwas, wo ich sagen würde, das könnte man mal so als kleines Projekt mal... Also muss ja nicht so umfangreich sein wie das hier, sondern wirklich so ein kleineres Projekt. Ah, könnte man da ja auch mal machen. Aber ich sag mal so, alleine so eine kleine Welt hier mit Unity oder so zu erstellen, da sitzt man schon ganz gut dran, wenn sie schick aussieht. Wer bist du denn? Ja, dich kenne ich ja noch gar nicht. Hey, du. Wer, ich? Paco. Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Orkgebiet. Oh. Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Orks. Orks. Wirklich Orks. Natürlich muss ich erstmal hier so ein bisschen am Rande des Orkgebietes rumlaufen und gucken, was, ob wir mal einen entdecken. Ich will mal wissen, wie die hier aussehen. Oh Gott, da sieht es nach Klettereinlagen aus. Ja, gut, da werden wir uns auf gar keinen Fall schon hinbegeben, weil das wird mit Sicherheit irgendwann auch noch eine Aufgabe werden. Richtig, das findet das da oben auch. Lieber mal so, das ist dann, deswegen habe ich ganz gerne mal... was machst du denn jetzt? So kann ich zurückschauen. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Na gut. Hier haben wir ja zum Glück schon ein bisschen freigeräumt. Das ist Herz, allerliebst und schön. So, hallo, ich bin wieder da. Ich habe ein paar Aufträge erfüllt. Jetzt muss ich nur mal nach Namen gucken. Das, die müssen wir suchen. Und das Rezept müssen wir abgeben bei Dexter am Marktplatz. Alles klar. Mal gucken, was es dafür gibt. Vielleicht sagt er, du darfst ab jetzt so viele Heiltränke bei uns holen, wie du willst. Hahaha, so wie ein Wanzeneintopf. Glaube ich fast nicht. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Willst du mich verarschen? Ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Will er mich verarschen? Ich bin hier schon zigmal rein und raus gegangen. Hast du nichts Besseres zu tun, hä? Oder gerade aus dem Koma erwacht? Meine Güte. Ungehobeltes Pack. Nee, mit dir will ich nichts zu tun haben. Jo, mal wieder obligatorisch ein, zwei Braten. Lalalalalalalalala. Sehr schön, wenn man mehrere gleichzeitig wegbraten könnte, so wie es dann in Risen ist, dass man sich da... Also Risen 2, 3 dann glaube ich auch. Weiß gar nicht, ob das bei 1 schon war. Wenn man einfach an so ein Feuer geht und zack, brumm, hat alles, was an rohem Fleisch ist, auf einen Schlag weg. Hui, würde das Zeit ersparen. Aber naja, gut. So als auch eine Kleinigkeit, die nimmt man dann halt mit und es macht den Spiel ja nun auch keinen Abbruch, ne? Rage quit, wegen kochen müssen. Ah, und hier sind auch noch so viele Kisten und wir müssen unbedingt ein paar Dietriche kaufen. Wir haben so wenige nur noch. Ich war dann zu verschwenderisch. Ich habe gedacht, ja, wir haben ja genug, dann können wir ruhig mal ein paar verschwenden, aber die gehen echt schnell aus. Und wir müssen unbedingt sehen, dass wir irgendwo Schlösser knacken und alles ein bisschen besser lernen. Hm. So, oh, lecker, lecker, lecker. Hm. Ah, So, das sollte mir erstmal reichen. Hoffe ich doch. Jawohl, sind wir mal auf über 60. Das ist schon mal gut. Hey, sag mal, was du so an Waren hast. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Wie viele Fälle haben wir eigentlich noch? Ja, kein Problem. Haben wir noch genug.
Ah, Reis, Schnaps und Bierchen. Bierchen, Bierchen, Bierchen. Wie viele Bierchen haben wir denn eigentlich noch? Zwei Stück? Ja, haben wir auch noch genug. Da können wir noch ein paar ausgeben, wenn es sein muss. Ja, okay. Wer hat nicht wirklich was, für was mich interessiert? Weg. Dexter war ja hier hinten, wenn ich mich recht entsinne. Hallo Jungs. Dexter! So. Halt, stopp. Bevor wir das machen, mache ich auf jeden Fall das da und sage vielen Dank fürs Anschein, Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Gothic. Tschüss.